Liebe Erbitterinnen und Erbitter, ich freue mich, dass ich Sie und euch zum aktuellen Format Erbitter aktuell begrüßen kann. Wir blicken auf ein bewegtes und von vielen Entscheidungen und Veranstaltungen geprägtes erstes Halbjahr des Jahres 2023 zurück. Dort war unter anderem der Festakt zur Begehung der Patenschaft mit unserer Patenkompanie, der ersten Kompanie des Versorgungsbataillons 7 aus Unna, an dem viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch viele Organisationen und Vereine mitgewirkt haben. Ein herzliches Dankeschön dafür. Weiter ging es dann mit dem Besuch des Präsidiums unseres Landtags NRW hier in Erwitte. Mit dem neuen Format Landtag lokal haben wir, glaube ich, dem Präsidium des Landtags NRW einen tollen Einblick in das, wie wir als Gesellschaft in Erwitte zusammenwirken, gegeben. Weiter ging es mit dem zweiten Abend des Ehrenamtes und dem Besuch unserer Heimatministerin Ina Scharrenbach, mit der ich die ersten Ehrenamtskarten und Jubiläumsehrenamtskarten der Stadt Erwitte an die verdienten Besitzerinnen und Besitzer aushändigen durfte. Weiter ging es dann mit dem Wirtschaftsforum, gemeinsam mit der Gemeinde Anröchte, dieses Jahr in der Festhalle in Erwitte. Zahlreiche Betriebe aus unseren beiden Gemeinden waren vor Ort. Wir hatten einen tollen Impulsvortrag und auch der Austausch nach den offiziellen Teilen des Formats und der Ehrung von verdienten Ausbildungsergebnissen war mit Sicherheit sehr, sehr wichtig und ein Höhepunkt dieses Abends. Aber es waren nicht nur die Veranstaltungen, die die letzten 6 Monate geprägt haben. Dort darf ich zum Beispiel an das Thema des Schlossparks erinnern. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat einen Antrag der Stadt Erwitte bewilligt und 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um unseren historischen Schlosspark wieder auf einen modernen und auch klimaresilienten Stand zu bringen. Auch im Hallbad-Bad Westernkotten ging es voran. Die vor längerer Zeit angestoßene Neuausrichtung des Hallbadwesens inklusive der Einstellung eines neuen Geschäftsführers wurden vollzogen. Kommen wir vielleicht noch auf einen Punkt zurück, der die wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung unserer Stadt betrifft. Das Industriequartier Erwitte Süd nimmt Gestalt an. Der Vertrag über die Übernahme des Grundstücks des ehemaligen Zementwerks Seibel und Söhne konnte unterzeichnet werden. Und auch die Abrissarbeiten laufen schon. Jetzt möchten wir, also die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung Erwitte, Sie und euch zu einigen dieser Projekte mitnehmen und konkret informieren, was sich gerade in Erwitte bewegt und was uns gemeinsam bewegt. Die Stadt Erwitte hat zusammen mit dem Büro Stadt und Handel aus Dortmund den Prozess zum Anstoß eines Zentrenmanagements im Jahr 2022 gestartet. Ziel des Prozesses ist es, eine Gesamtstrategie für die Erwitter Innenstadt zu erarbeiten. Während des Prozesses haben öffentliche Informationsveranstaltungen, Strategiewerkstätten und Speeddatings stattgefunden. Es hat sich auch ein Drehbuch herausgearbeitet, das als Leitfaden dient für das zukünftige Zentrenmanagement. Beispielsweise sind Maßnahmen die Gestaltung des Marktplatzes, die Herausarbeitung innerstädtischen Aktivitäten oder auch ein Jugendcafé in Verbindung mit künstlerischen Projekten. Alle Informationen des Prozesses und die Ergebnisse der Workshops finden Sie auch auf der städtischen Homepage www.erwitte.de. Mein Name ist Ralf Winnebuhr, ich bin Fachbereichsleiter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Ich befinde mich hier im Schlosspark Erwitte. Der Schlosspark soll zukünftig umgestaltet werden und ein Bindeglied zwischen der Innenstadt und dem Landschaftsschutzgebiet Erwitter Bruch werden. Die Planungen sehen vor, den Schlosspark klimaresilient und barrierefrei zu errichten. Wenn alles gut läuft, dann können wir den ersten Spatenstich im zweiten oder dritten Quartal 2024 für diese Maßnahme vornehmen. Sehr geehrte Bürgerinnen, sehr geehrte Bürger, mein Name ist Mike Banasco und ich begrüße Sie hier aus dem schönsten Kurpark der Region als künftiger Geschäftsführer der Heilbad Westernkotten GmbH.
Wir wollen uns hier in dem Kurort auch modernisieren. Da ist das Stichwort Digitalisierung. Das heißt, wir sind für Sie nicht nur ansprechbar mitten im Ort in unserer Touristinformation, sondern wir sind auch online sehr gut erreichbar und wollen dort neue Buchungssysteme auch einführen und schaffen, wo wir im engen Austausch mit unseren Gästen, aber auch mit Ihnen stehen wollen. Da wird das Spektrum in den nächsten Jahren deutlich wachsen, weil wir uns wettbewerbsfähig aufstellen wollen als Kurort. Und gerade wenn es um das Thema Gesundheit geht, dann wollen wir auch Leuchtturm sein. Das heißt, eigene Gesundheitsprojekte entwickeln rund um Bad Westernkotten. Hallo, mein Name ist Christoph Kort und ich bin Wirtschaftsförderer und Ehrenamtskoordinator bei der Stadt Erbitte. Diese beiden Karten, die Ehrenamtskarte und die Jubiläums-Ehrenamtskarte NRW, die gibt es jetzt auch hier in Erbitte. Damit ist die Stadt Erbitte eine von über 300 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die diese beiden Karten eben auch jetzt hier eingeführt hat. Was kann man mit der Karte machen? Es gibt zahlreiche Rabatte und Vergünstigungen in ganz Nordrhein-Westfalen bei ganz vielen lokalen Partnern. Unter anderem auch hier in Erbitte haben wir insgesamt über 20 Partner. Ich bin hier in einem dieser Betriebe, das Schlossbad hier in Erbitte. Das Schlossbad selbst wird auch von Ehrenamtlichen betrieben, ist also auch hier ein tolles Beispiel für das Ehrenamt hier in Erbitte. Menschen helfen Menschen. Die Stadt Erbitte bedankt sich für ihr großes bürgerschaftliches Engagement im Ehrenamt in unserer Stadt. Und neben dem Dankeschön wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer, ob im Schlossbad oder auch woanders. Liebe Erbitterinnen und Erbitter, wie Sie an den Ausführungen der Kolleginnen und Kollegen erfahren haben, bewegt sich wieder einiges in unserer Stadt. Entscheidend bei all diesen Entwicklungen ist, dass wir trotz auch der Krisen um uns herum oder den Krisen, die uns auch vielleicht persönlich betreffen, optimistisch und gemeinsam in die Zukunft gehen. Hier will ich Sie auffordern, mitzuwirken bei diesem Gestaltungsprozess, beim Diskurs in unserer Stadt. An dieser Stelle gilt es auch, Ihnen Dank zu sagen für Ihren ehrenamtlichen, Ihren unternehmerischen, Ihren bürgerschaftlichen Einsatz in unserer Stadt. Zum guten Ende dieses Formats von Erbitte aktuell im Sommer 2023 bleibt mir Ihnen und Euch einen schönen Sommer zu wünschen. Und vielleicht sieht man sich auf einigen der zahlreichen Veranstaltungen in unserer Stadt oder spätestens beim nächsten Format Erbitte aktuell im Herbst dieses Jahres. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Zuversicht und insbesondere Gesundheit.